Und Abu Bakr sagte, ich sah den Gesandten sallallahu alaihi wasallam auf dem Mimbar, ja, die Kanzel, ja, wo er Khutbah gemacht hat. Wal Hasan ibn Ali war in seiner Nähe, also war neben ihm. Und Al-Hasan ibn Ali ging mal zu den Menschen, zu den Betenden, also wir reden hier über was? Jumu'ah. Und Al-Hasan ibn Ali ist neben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auf dem Mimbar. Da geht er mal ein paar Schritte zu den Leuten und dann geht er wieder zurück zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Da sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam: Schaut, liebe Geschwister, dieser Hadith, da macht jetzt Al-Hasan etwas, was ein Kind macht. Also du wirst jetzt nicht, du wirst ja nicht die Gedanken machen, guck mal, das ist ein riesen wichtiger Moment, oder nicht? Ein Kind läuft herum. Mal nach vorne, mal zurück, mal nach vorne, mal zurück. Aber Allah hat diesen Moment so wichtig gemacht, denn dadurch, dass Al-Hasan so sich verhalten hat, hat der Prophet was über Al-Hasan gesagt, radiallahu anh. Er sagte, dieser, mein Sohn hier, ist ein Herr, ein Anführer. Und Allah wird zwei gewaltige Gruppen unter den Muslimen durch ihn vereinen. Dieser Hadith, er redet über die Fitna, die Konflikt zwischen den Sahaba, und das hatten wir behandelt. Und zwar, wie wurden die Muslime vereint? Durch Al-Hasan, ja? Barakallahu fiik, dass er zurückgetreten ist vom Amt des Kalifen und es Muawiyah radiallahu anhu überlassen hat. Wann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese wichtige Nachricht erwähnt? Durch das Spielen von Al-Hasan. Und deswegen, es kann sein, dass das Kind in der Moschee irgendwas spielt, irgendwas macht, aber genau dieser Moment kann sein, dass dieses Kind dadurch eine wichtige Persönlichkeit in der Geschichte der Menschheit wird. Dadurch, dass er eben in diesem Moment Al-Adhan gehört hat oder mitgebetet hat oder Allahu A'lam, was er gesehen hat. Er war in einem Vortrag mit seinem Vater. Noch einmal, natürlich, du als Vater, du als Mutter musst dein Kind erziehen. Du kannst nicht einfach so sagen, okay, lass ihn machen, was er will. Nein, aber auf der anderen Seite, ein Kind ist kein Erwachsener. Erwachsene reden, oder nicht? Erwachsene reden während Vorträgen, während der Khutba, spielen sie am Handy. Das Erwachsene machen das. Das ist keine Rechtfertigung jetzt, aber ich meine, wenn das schon Erwachsene machen, dann doch erst recht ein Kind. Also brauchen wir Geduld mit Kindern. Vielleicht habe ich das schon mal erzählt in einer anderen Moschee, als ich Imam war. Da gab es einen kleinen Jungen. Und in den normalen, also fünf Gebeten, ja, Dhuhr und Asr, sein Vater hat ihn immer mitgebracht. Und dieses Kind, so schlau wie es war, hat gemerkt, also die Betenden, mit denen kannst du machen, was du willst. Die bewegen sich nicht. Ja? Und der hat langsam angefangen, einfach so mal so schubsen. Puh, keine Reaktion, da kannst du ja mehr machen. Ne? Und so weiter. Irgendwann kam es wirklich so weit, dass er wirklich vor den Leuten beim Tashahud saß und bam, zack, eine Ohrfeige gegeben hat. Ja, ich sage jetzt nicht, lasst eure Kinder sowas machen. Aber ich meine nur, aber dieses Kind hat es natürlich, hat sich das abgewöhnt. Man hat es diesem Kind gesagt und so weiter und so fort. Alhamdulillah ist jetzt ein, mashallah, ein junger Mann geworden. Allahumma barik. Das heißt also, wir brauchen Geduld mit unseren Kindern. Wo sollen sie denn sonst aufwachsen? Auf der Straße, in den Diskos? Das heißt also, wir müssen nachsichtig sein, geduldig sein. Aber natürlich auch jetzt nicht übertreiben, dass wir sagen, okay, wir sind nachsichtig, sollen sie alles kaputt machen, was sie wollen. Der Mittelweg ist immer der Weg der Mitte. Ne? Also dann möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer diesen Weg der Mitte einschlagen lassen.